Müde durch Essen. Müde durch Essen, kennst du das? Du bist nach einem Mittagessen wie erschlagen. Du kannst nicht mehr das leisten, was du vormittags geleistet hast. Kennst du das? Dann möchte ich dir erklären, warum du besonders nach verschiedenen Nahrungsmitteln sehr, sehr müde bist. In diesem Video gehen wir fokussiert darauf, wie du mehr Energie nach dem Essen auch wieder haben kannst. Das heißt, sei gespannt und schau dir auf jeden Fall das Video an. Mein Name ist Frank Buffle, ich bin seit über 12 Jahren Apotheker und in diesem Kanal siehst du alle Themen zu Gesundheit, mehr Energie. Und wenn dich das Thema ein paar Kilogramm abnehmen interessiert, dann sprechen wir das natürlich auch an. So, aber jetzt kommen wir auf das Thema Energie und wie du es schaffst, deine Müdigkeit so weit wie möglich wegzutreiben. Du musst es dir so vorstellen, deine Energie ist wie ein Tank, wie eine Tankanzeige, die am Auto immer weiter am Tag nach unten gehst. Und wie schaffst du es jetzt, zwischendurch immer ein bisschen zu tanken, damit deine Energie nicht in den roten Bereich geht? Und der wichtigste Input, den ich dir geben kann, ist, warum zieht Fastfood oder Fertigprodukte den Energielevel so in den roten Bereich? Das sind zwei Dinge, die du beachten solltest. Das erste ist, bei Fastfood hast du sehr viel ungesättigte, ungesunde Fette plus schnelle Kohlenhydrate, die auch sehr ungesund sind. Und diese Kombination ist wie ein Schlauch, den du in deinen Tank sitzt und den du dann anziehst, damit der Tank schneller leer wird. Und deswegen solltest du speziell das vermeiden. Das bedeutet, was könntest du essen, dass du nicht so schnell in den roten Bereich gehst? Und das ist relativ simpel. Das hat ganz, ganz viele Komponenten von gesunder Ernährung. Was kannst du essen? Also komplexe Kohlenhydrate, Eiweiß und auch Fette. Du musst aber darauf achten, dass es gesunde Omega-3-Fettsäuren sind, weil Fett ist der höchste Energielieferant und wenn du viel Energie dem Körper gibst, braucht er auch Zeit, das zu verstoffwechseln. Das heißt, mittags würde ich versuchen, nicht so große Portionen zu essen, vielleicht auch aufgeteilt in Suppe. Ja, Suppe ist sehr, sehr gut, weil sie im Endeffekt Flüssignahrung ist, kombiniert mit einem kleinen Salat oder Gemüse. Das ist die Empfehlung, um wirklich maximal an Energie durch Ernährung zu bekommen. Morgens, um energiereich zu starten, meine Empfehlung: trinke 500 Milliliter Wasser, trinke eine Tasse grünen Tee und eine Tasse Kaffee. Das ist die beste Kombination, weil du hast dadurch, dass du langanhaltend und relativ schnell zugeführtes Koffein hast, hast du im Endeffekt den Booster und die Dehydrierung nach dem Schlafen geht weg. Das bedeutet, morgens diesen Trick. Über den Tag solltest du immer morgens und mittags sehr viel trinken. Sage ich mal, 70 bis 80% deines Trinkvolumens solltest du schon an der ersten Tageshälfte zu dir genommen haben. Denn zur Nacht solltest du so wenig wie möglich trinken, da du dann nicht unnötig aufstehen musst und den Schlaf unterbrechen solltest. So, und mittags, was ist mein Geheimtipp für mittags? Also, du solltest auf jeden Fall gucken, dass du die NASA-Studie dir anguckst. Die NASA-Studie besagt, dass du mittags ein kleines Powernapping machen kannst. 15 bis 20 Minuten. Wenn du das nicht kannst, dann trainiere es. Es ist wirklich wie ein Energiebooster, wie 2 Tassen Kaffee. Dann, wenn du aufstehst, das machst du alles mit dem Timer, dann gehst du auf jeden Fall entweder an die frische Luft spazieren. Wenn das nichts für dich ist, machst du schnelle Übungen, sage ich mal Liegestütze, Kniebeuge oder Hampelmänner, um deinen Kreislauf hochzubringen. Und diese kurzen, schnellen Intervalle bringen den Energielevel wieder nach oben. So, meine letzte Sache ist, und das ist nochmal das Wichtigste. Deswegen pass nochmal genau auf. Warum ist es so, dass du dein Gehirn und dass du im Endeffekt denkst, oh, die Energie ist jetzt nicht da? Das ist deswegen so, weil dein Gehirn, wenn du in einen Mangel rutscht, das heißt, du gibst dir nicht rechtzeitig das, was es benötigt, dann ist es so, dass du wie beim Tank, den ich am Anfang erwähnt hatte, schnell in den roten Bereich gehst. Und wenn er einmal im roten Bereich ist, dann zeigt die Tankanzeige immer wieder an, hey, du musst jetzt tanken, weil du kannst nur noch so und so viele Kilometer fahren. Und das ist das Signal, warum du immer gucken solltest, dass du einen gesunden Snack dabei hast.
sei es Äpfel, sei es Nüsse, irgendetwas Gesundes, was dir gut tut. Du kannst auch einen Smoothie nehmen. Und dann nehme das immer zwischendurch, damit du nicht in diesen Mangel, in diesen Gehirnmangel kommst. Ja? Meine Vitaminempfehlung, weil ich bin ja Apotheker, ist, nehme die B-Vitamine morgens ein. Im Winter guck, dass dein Vitamin-D-Haushalt hoch genug ist. Lass auf jeden Fall das checken. Ja, und Magnesium, wenn du stressige Phasen hast. Wichtig, das organische Magnesium. So, und wenn dir das Video gefallen hat, dann like es auf jeden Fall. Abonniere auf jeden Fall meinen Kanal. Und wenn du weitere Tipps zum Thema Gesundheit haben möchtest, dann schau auf jeden Fall hier oben rein. Es gibt noch viele, viele Videos. Ich freue mich, von dir zu hören, und schreib auf jeden Fall in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast, weil ich beantworte sie dir unglaublich gerne. Bis zum nächsten Mal, dein Frank.